Das ist so das Jahr 1961 und dort bereitete man dann den 1000 Kubikzentimeter Motor vor, der dann ab 1962 gebaut wurde. Angekündigt erstmal als Wartburg 312 und später dann als Wartburg 1000. So, Mauerbau, Störfreimachung, fehlendes Material führte in Eisenach dann dazu oder führte allgemein dazu, nochmal über das Thema Weiterentwicklung nachzudenken. Mit diesem Vergleichswettbewerb P100 Zwickau und P100 Eisenach beendete man oder musste man das Projekt 314 beenden. Das war also Geschichte. Und mit der Entscheidung, das wird der P100 weder von Eisenach sondern sonst oder von Zwickau genommen, war auch der 313-2 Geschichte. So, was jetzt machen? Wie geht's jetzt weiter? Man hat im Prinzip Motorenentwicklung, läuft parallel. Man hat den Dreizylinder-Zweitaktmotor noch für die nächsten Jahre. Und da begann interessanterweise im Karosseriewerk Halle eine Entwicklung unter Leitung von Kurt Bauer. Und zwar ist das der 315. Auch das ist überhaupt niemand, denke ich, bis jetzt bekannt geworden. Und der 315 hat ein Fahrgestell vom 311 und ist als Beplankungstyp vorgesehen, ähnlich wie der Trabant, um eben Material zu sparen. Auch als Kombi. Und da gibt es hier so ein Gerippe aus Profil, relativ minderer Qualität. Und später dann eben die Beplankung. Das wurde vorwärts und rückwärts gerechnet. Man hat auch 311er mit Kunststoffteilen versehen. Es wurde am Ende beerdigt aus dem Grund, dass man drei neue Fertigungsstraßen gebraucht hätte. Und die hätten eine Investition ausgemacht. Das hätte sich nicht gerechnet. Also das Auto, gerade in den Stückzahlen in Eisenach. Man hat ja in Eisenach relativ kleine Stückzahlen damals gebaut. 30.000, 40.000 Autos. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, sondern da blieb man dann eben bei der Blechkarosserie. So, diese Form von Kurt Bauer gefiel den Eisenachern überhaupt nicht und dann ließen die eine Alternativform, einen Alternativentwurf von Hans Fleischer machen und das ist hier der 312K, das steht dann für 312 Kunststoff, Mai 1962. Parallel zur Entwicklung 312 Kunststoff gab es auch die Entwicklung 312BL für 312 Blech. Und das ist auch einer der Entwürfe von Hans Fleischer hier als Vollheckfahrzeug für den späteren 353. Das ging ja los so im Juni 62, die Entwicklung 312 Blech. Im August waren dann, also die ersten Entwürfe hatte Fleischer schon im Juli fertig. Im August war dann der Wilhelm Schupp in Eisenach vom WDZ. Oder vom späteren, WDZ hieß es erst ab 63, vom ZEK. Und der hatte einen neuen Mitarbeiter, das war der Karl-Klaus Dietl. Und der wollte den Karl-Klaus Dietl unterbringen, dass der mit bei der Entwicklung unterstützt. Und das hat er auch getan ab dem 13. August und hat auch zwei Entwürfe gemacht. Fleischer hat fünf gemacht, Schupp hat einen gemacht und Dietl zwei. Und ausgewählt wurden die Entwürfe von Hans Fleischer, also hier der Entwurf 5 und der Entwurf 4. Und leider hat der Klaus Dietl bis zu seinem Tod immer behauptet, er hätte den Grundentwurf vom Wartburg gemacht. Er hat zwei Grundentwürfe gemacht, aber die wurden nicht ausgewählt, sondern die von Fleischer. Und deshalb bin ich auch schon seit fast 20 Jahren mit ihm im Schriftverkehr und im Austausch, um ihn da zu berichtigen. Aber der Mann war leider unverbesserlich und entsprechend extrovertiert auch, hat er das immer wieder behauptet. Ja, nun ist ja nicht mehr unter uns, aber es konnte leider nicht mehr geklärt werden. Auch in der persönlichen Ansprache war er nicht dazu bereit. Hier also das 1:5 Modell vom späteren 353, hier damals noch unter der Bezeichnung 312. Und direkt im Anschluss im Musterbau in der Tischlerei entstand dann das 1:1 Holzmodell mit den zunächst vorgesehenen Rundscheinwerfern und dieser relativ schnörkellosen, funktionalen Front, die sich auch gerne der Herr Dietl zu eigen macht, die aber eine Idee von Hans Fleischer war. Hier vorne, hinter diesen Ausschnitten, ist eben die Kühlerjalousie. Und es ist relativ schnörkellos. Aber ich denke, das war damals ein bisschen übertrieben, die ganze Sache.
In dieser Zeit waren die Fahrzeuge eben noch gefragt mit Chromleisten und einem Chromgrill und einem hübschen Äußeren. Und das Fahrzeug musste ja auch verkauft werden international. Und auch Generalvertreter haben sich dann dafür ausgesprochen, den Wartburg etwas luxuriöser zu gestalten und nicht diese schlichte Form. Das hier ist im April 1963 das erste Fahrzeug, also als 1:1 Holzmodell. Und hier sieht man dann schon mal das erste Funktionsmuster. Der hatte so einen Kunstnamen, Aurelia hieß der. Hier sieht man das noch, also so ein Tarnname ist das. Und der wurde tatsächlich auch in Anthrazit gespritzt und auch noch mit der gleichen Front. Und interessant ist, dass dieser Zeitungsausschnitt vom Stern ist, Dezember 1963. Neuer Wartburg zum ersten Mal fotografiert. Ja, und dahinter steht ein großer Mercedes mit Hamburger Nummer. Hat sich bis heute nicht so richtig geklärt, wie das eigentlich zustande kam. Ja, also der Stern wusste über den Wartburg früher als so manch anderer. Hier auch das erste Funktionsmuster, davor ein sogenannter Übergangstyp, das ist der 312-1. Der hat die Karosserie vom 311 und das Fahrgestell vom späteren 353. Das kam ab September 65 und es kam eben aus folgendem Grund. Einmal die Produktionsumstellung konnte man in Etappen machen, aber auch die gesamte Entwicklung und Erprobung. Es gab ein massives Personalproblem im Automobilbau und es war immer eine Anstrengung, wenn ein neues Baumuster in Serie ging. Dann mussten alle immer mithelfen, also auch Halle, Merane, auch das Sachsenring Automobilwerk Zwickau hat beim Anlauf des 353 mitgeholfen. Und als dann Ludwigsfelde losging, oder vorher, es ging ja schon ein paar Jahre vorher los, mussten auch alle möglichen Automobilwerke Delegationen dahin absenden. Also man hat eigentlich zu wenig Kapazität gehabt für zwei Automobilwerke. Und deshalb war auch das Bestreben, schon zur damaligen Zeit nur noch einen Typ zu bauen, in größeren Stückzahlen mit verschiedenen Varianten. Und deshalb hat man ja auch den P100 dann als Wettbewerb ausgeschrieben. Ja, und dann aber nicht entschieden. So, und der 353, oder damals hieß er ja noch 312, war aber dann gesetzt. Und es gab ein kleines Zeitfenster, wo man gehofft hat, dass das neue Einheitsfahrzeug wird, in verschiedenen Ausführungen. Also man hat dann auch eine zweitürige Standardlimousine vorgesehen, die viertürige Luxuslimousine, dreitürige Kombiwagen, fünftürige Campinglimousine, Coupé, Cabriolet, Kübelwagen, Sportwagen, hier interessant, die Form vom 313-2, allerdings mit längerem Radstand und mit Kühler. Der 313-2 hat ja diesen Unterflurmotor gehabt, das wollte man dann nicht. Und auch abgeleitet von diesen 312 verschiedene Bus- und Transporterversionen. Ja, also nicht nur vom 311 oder 312 waren diese vielen Typen geplant, sondern auch dann von dem Fahrzeug, dem neuen Fahrzeug in Trapezlinie. So, hier sehen wir schon das zweite Funktionsmuster. Dezember 1963 ist das auf der Eisenacher Autobahn. Mit einer anderen Detailgestaltung. Das Fahrgestell, hier noch, wenn man genau hinguckt, mit der Getrennschmierung. Also das war vorgesehen, dass die auch in Serie geht. Das hat sich dann aber nicht, auch dieses Projekt ist am Wankelmotor gescheitert, weil für eine Serienproduktion waren hohe Stückzahlen notwendig. Und es war gar nicht klar, ob der, wie lange der Dreizylinder oder wann der Wankelmotor den ablöst. Und deshalb hat man dann in Diepoldiswalde das abgelehnt, in Serie zu bringen. Und ja, der Wankelmotor kam ja später dann auch nicht, aber das ist ja eine bekannte Geschichte. Also viele Dinge, die man so vorgehabt hat, die man als Begründung verwendet hat, Entwicklung abzubrechen, haben am Ende sich dann auch nicht durchsetzen können. Und ja, ist dann leider nichts draus geworden. Die Entscheidung, beim Rahmen zu bleiben, fiel aus folgendem Grund. Natürlich war bekannt, dass eine selbsttragende Karosserie Vorteile hat gegenüber dem Rahmen. Vom Gewicht,
Man hat einen glatten Fahrzeugboden, der ist beim Rahmenfahrzeug immer sehr zerklüftet. Also man hat ein hohes Gewicht, man hat einen höheren Luftwiderstand. Aber interessant in Eisenach war natürlich diese verschiedene oder diese Karosserievielfalten, die Zusammenarbeit mit den Karosseriewerken auf dem gleichen Fahrgestell. Das ist natürlich in der Tat ein großer Vorteil gewesen vom Wartburg. Und die Neuentwicklung war zunächst auch als selbstragende geplant. Also der 353 oder 312, wie er noch hieß, sollte als selbsttragende Karosserie kommen. Das hätte aber längere Zeit gebraucht. Man hätte den Wagen frühestens 1968 in Serie bringen können. Und dann hätte sich das ganze Projekt nicht mehr gerechnet. Man ging 1962 davon aus, dass Trabant und Wartburg noch partiell weiterentwickelt werden und im Jahr 1975 ein Nachfolgefahrzeug kommt, was dann beide Typen absetzt. So, und also mussten alle Investitionen, die man tätigte in diesem Zeitraum, sich bis zu diesem Stichpunkt 1975 amortisieren. Und wenn man den 353 dann erst 68 in Serie gebracht hätte, hätte das nicht amortisiert werden können. Und deshalb fiel schon im Oktober 1962 die Entscheidung, es bleibt beim Fahrgestell, es bleibt beim Radstand 2,45 Meter, mit allen Vor- und Nachteilen. Weil natürlich eine Entwicklung, die von vornherein mit Radstand vorgegeben ist, gestalterisch und nicht nur gestalterisch, auch technisch ein Korsett darstellt. Ja, man hätte das Fahrzeug ja vielleicht auch ein bisschen anders bauen wollen oder können, aber das war dann eben vorgegeben und das konnte nicht verlassen werden, dieses Prinzip. So, an diesem Fahrzeug sieht man schon so die ersten Tendenzen, dass man eben von dieser ganz schlichten Darstellung abweicht. Da sind schon Teile verchromt oder eingerahmt. Aber auch das gefiel den Generalvertretungen nicht und gefiel auch höheren Leitungsgremien nicht. Es gab diese Bitterfelder Konferenz 1964, auf der Walter Ulbricht sagte, Möbel sollen nicht so aussehen wie Kisten und Autos nicht wie NATO-Jeeps oder wie Kübelwagen. Und irgendwo gab es wohl mal eine Assoziation, dass diese Frontgestaltung ihn an einen NATO-Kübelwagen erinnert hat. Ja, so richtig froh war man mit der in Eisenach auch nicht. Man hat zum Beispiel hier auch mal versucht, mit einem Doppelscheinwerfer zu arbeiten. Der Grill dazwischen, das ist schon der prinzipiell der gleiche, wie er dann auch später kam. Ne? So, und die Breitscheinwerfer waren dann eine Neuentwicklung vom Fahrzeugelektrik Rula und machten im Prinzip, also aus meiner Sicht, gut, wir kennen das Fahrzeug jetzt nur so auf der Straße, haben dem Fahrzeug auf alle Fälle geholfen, es auch sehr ansehnlich zu machen. Das ist dann das dritte Funktionsmuster im April 1964. Und zu diesem Zeitpunkt hieß es dann auch schon 353. In Details weicht er natürlich noch vom späteren Serienwagen ab, aber gut, das ist dann wirklich was für die absoluten Experten. Ja, was passiert denn in der Zeit noch? Also das ist ja 1964. Es stand das Jubiläum an, 800 Jahre Leipziger Messe. Und für dieses Jubiläum sollte eigentlich der Wartburg vorgestellt werden. Das hat man aber abgelehnt, aus nachvollziehbaren Gründen. Man hätte den ja zeigen können, der stand ja schon auf den Rädern. Man hatte aber Sorge, dass wenn man dieses Fahrzeug zeigt, dass der Absatz vom 311 oder vom 312 als Zwischentyp sofort zusammenbricht im Ausland. Und das wäre wahrscheinlich auch passiert, deshalb hat man dieses Fahrzeug nur inoffiziell den Händlern gezeigt oder den Generalvertretern. Wir haben was in Planung, der kommt. Ursprünglich sollte der auch sehr viel früher kommen, schon im Januar 66, nicht erst im Juli. Aber man hat ihn eben nicht auf die Messe gestellt, damit die normalen Kunden davon nichts mitbekommen haben. So, und es gab 1960 auch eine Bereinigung im Typenprogramm. Man hat das Cabriolet und den Sportwagen nicht mehr weiter produziert. Und dann kam der Auftrag an das Karosseriewerk Dresden, kurzfristig ein neues Coupé auf die Beine zu stellen oder auf die Räder zu stellen.